Ja, wir sind hier beim Versuche machen, also wir versuchen direkt mal auszuprobieren, klappt das auch? Ich hoffe, dass jetzt die Aufnahme funktioniert. Wir haben hier Schaltpläne und zwar, wir machen Übungen. Wir experimentieren hier mit einfachen Steckbrettern und so weiter, mit Lampen. Und wir haben jetzt hier mal einen, die Lampe gefällt mir zwar nicht, die sind schöner. Wir haben jetzt mal einen regelbaren Widerstand hier eingebaut. Und zwar, hier haben wir diesen regelbaren Widerstand. Er hat hier einen Schleifkontakt. Ich hoffe, den kann man sehen. Und dieser Schleifkontakt, das wäre dann diese Spitze, die zeigt man so als Schleifkontakt. Und das Ding ist ein Widerstand. Und an diesem Widerstand, weil ja ein Anschluss fehlt, lassen wir den Draht hier frei. So, der Schleifkontakt schleift hier auf dem Widerstandsdraht entlang. Und ich habe hier entsprechend verschiedene Längen Draht. Hier sieht man auch diesen Draht aufgewickelt. Der leitet sehr schlecht, der Draht. Das ist konstantan. Der leitet also nicht so gut wie Kupfer. Und jetzt probieren wir mal. Wir haben jetzt hier parallel nicht nur eine Lampe, sondern gleich Parallelschaltung genommen und möchten zwei Lampen der Helligkeit nach regeln. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das geht. Jawohl, die werden heller und dunkler, je nachdem, wie man hier dreht. Ich mache es mal von weiter weg. Ich hoffe, man sieht den Schleifkontakt genau. Jetzt flackert das Ding ein bisschen. Das liegt daran, dass das sehr alt ist, das Gerät. Aber hier nochmal, wie gesagt, am Schleifkontakt lässt sich das erklären. Okay, das bis dahin.